Der Überraschungszweite gegen den Drittliga-Absteiger. Hochattraktives Duell zum Abschluss des 7. Spieltags im Liquimoli-Stadion in Eichstätt. Feiert Sandro Wagner mit seinen Jungs den 4. Sieg in Serie oder bleibt der heimische VfB in der gewohnt grün-weißen Spielkleidung in der Erfolgsspur? Zunächst mal sah es eher nach Ersterem aus, die Gäste mit einem Vollgasstart. Der aus Larissa, Zypern gekommene Manuel Stiefler gleich mal mit einer Prüfung für Felix Junghahn im Kasten des VfB. Doch auch die Hausern machten sofort mit. Mehrfach feuerten sie auf das Gehäuse von Alexander Weidinger. Der beste Versuch kam von Dominik Ngati. Und weiter ging die wilde Hatz. Rüber auf die andere Seite. Marco Schwabel, ein weiterer Routinier in Wagners Rasselbande, bleibt aber auch zweiter Sieger gegen Junghahn. Und wieder Seitenwechsel. Fabio Pirner zieht in der 16. Minute auf und davon über links und bleibt dann mega cool. Heber über Weidinger hinweg zur Führung für den Tabellenzweiten. Grundsätzlich eigentlich hier fast jede Aktion gefährlich, so auch in der 26. Minute. Eine Flanke kommt durch zu Patrick Hopsch und der lässt sich dann nicht zweimal binden. Ausgleich für Haching, insgesamt sicherlich verdient. Denn die Gäste schon mit einem leichten optischen Übergewicht und auch guten Chancen, wie hier durch Timon Obermeier per Kopf. Aber Eichstätt blieb ihnen auch nicht schuldig. Julian Kügel nach einem Kuddelmuddel im Gästestrafraum, aber ohne die nötige Orientierung in Richtung Tor. Insgesamt ein sehr rassiges Spitzenspiel mit einem verdienten 1:1 Halbzeitstand. Beide schenken sich hier gar nichts. Ein etwas anderes Bild dann aber nach dem Seitenwechsel. Der Druck der Wagner-Truppe wurde größer. Einen Freistoß von Christoph Ehlich kratzt der bärenstarke Junghahn noch raus. Die Entlastungsangriffe der Gastgeber nun immer seltener. Einer davon hätte aber in der 61. Minute durch Pirner fast zur erneuten Führung geführt. Aber grundsätzlich nahm der Hachinger Druck nach gut einer Stunde nun minütlich zu. Tolle Direktabnahme von Hopsch nach einer Flanke von José Pierre Wingüidicha, aber Jonas Halbmeier im letzten Moment noch dazwischen. In der 69. Minute ist es wieder Hopsch, diesmal rettet zum x-ten Male Junghahn. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Zwei Zeigeumdrehungen später verhindert er das erste Saisontor des aus Saarbrücken geholten Wungoidica. Nach der obligatorischen Trinkpause beruhigte sich das Geschehen dann aber zusehends, ehe Haching in der absoluten Crunchtime die Brechstange auspackte. Und tatsächlich fiel mit der letzten Aktion des Spiels dann noch der viel umjubelte Siegtreffer für die Gäste. Hopsch köpft eine Ecke zum 2:1 ein. Was für ein Drama am Ende hier in Eichstätt. Wir haben versucht, uns zu stellen, das ist der richtige Ausdruck. Wir geben immer Gas, das ist der einzige Weg, den wir haben. Fußballerisch sind die anderen halt besser wie wir. Also müssen wir über die Schiene gehen und ich denke, im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das halt gut gemacht. Mehr war es dann auch nicht. Genauso, wie wir es vorher uns vorgestellt hatten. Eichstätt, eine sehr disziplinierte Mannschaft, sehr laufstark, sehr zweikampfstark. Wir wussten, dass es ein zähes Spiel werden kann, dass wir Ruhe am Ball brauchen, dass wir Optionen brauchen im letzten Drittel, dass sie teilweise mit 11 Mann auf den letzten 40 Metern stehen. Die Jungs haben das sehr gut gemacht, gerade die ersten 15 Minuten sehr viele Lösungen gehabt, haben dann durch die erste Gegenchance das Gegentor bekommen. Das war unglücklicher, was mir gefallen hat, dass sie einfach weitergemacht haben, an den Plan vertraut haben und sich dann belohnt haben. In allerletzter Sekunde hält also die Siegesserie der Hachinger. Allerdings natürlich ganz bitter für den heimischen VfB, der aufopferungsvoll kämpfte und verteidigte, am Ende aber mit leeren Händen dasteht.